und zu Tannmannsblau auf der Höhe, Ritter zum Güterkleinlieb. Schön. Winkelkram, Hasenhecke und Erbarm, aufhören, sie haben wirklich den längeren. Ich liebe das. Nun gut, sie haben Wohlklang echten Heldentums in ihren Reihen, aber ich sehe es mit Kraft. Wieso, wie es mir gelingt, diesen Stein zu halten. Uff. Bitte, versuchen Sie es mir gleich zu tun. Wir werden sehen, was Felden Sie sind. Wer möchte? Es ist nicht so schwer herauszufinden, was man da machen muss. Ich könnte es mal versauen. Vielleicht ist doch nicht immer ein kleiner Weg zu schwer für Sie. Das sieht mir fast nach Gleichstand aus. Ah, schön. Also gut. Sie haben ganz knapp gewonnen. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Glück. Ja, genau. Sie sah es bisher einfach als Vorgeplänkel für die eigentliche die dritte Prüfung an. Den echten Wegebereiter des Guten sein vor allem Geistesgegenwart aus. Prüfen wir die Ehre. Komm ran, aller Freund. Lass es sehen, wie sie auf das Schmischen reagieren werden. Ist das wirklich nötig, Kara? Ich finde gerade diese Prüfung ein wenig. Heran mit dir. Nun geben Sie Acht. Halten Sie Ihren Geist bis zum Äußersten gespannt und entlarven Sie den Schein. Mischen. Ha, wo stehe ich denn nun? Schau ich mir voller Ernst. Scheint sie gerade in Grenzen. Aber es müsste eben die Königsprüfung. Ja, jetzt passiert immer dasselbe. Er auch direkt vor mir. Unfasslich! Es ist so dämlich. Wir haben alle Prüfungen und Bravour bestanden. Ganz ohne Zweifel. Sie gehören zu den Guten. Erfreulich, dass wir das schon geklärt hätten. Aber sagen Sie, was führt Sie denn in eine von Bösen angesuchte Landschaft? Ebi, hier, das Böse zu stoppen. Sende ich ein Wort. Sag ich einfach, was Sie benötigen. Ich bin zu jeder Hilfe bereit. Jetzt hält Kara Ben Nemsi von eurer Mission, eurem Vorhaben, den Marsianer an den Findingschlag zu ersetzen, euren Plan, Backfisch selbst zu stürmen, welche Probleme sich auftaten. Bündnis zu gewinnen, dass ihr schließlich in diese Berge gezogen seid, um die Angriffe auf die Beduinen zu stoppen, damit ihr Wüstenzünde in die Schlacht ziehen könnt. Das ist die Art von Geschichte, die man nicht in einem Satz erzählen kann. Ich verstehe. Bessig! Da können wir uns ja den Weg zu den sensigen Feinden der Beduinen weisen! Sind sie Beduinen? Ich bezeichne sie als Raubgesindel, Wegelagerer und alle Schrecken der Arglosen. Und alles den Stecken. Diese Räuber fallen über alles her, was sie der Wüste nähert. Gnadenlos plündern sie die Wanderer aus. Dachte ich mir bereit, sie sind dieser Feind, von dem der Scheiß sprach. Natürlich bin ich's. Glauben Sie, ich könnte einfach nur zusehen, wie Gier und Habsucht die Unwissen treiben? Und jetzt sagen sie mir, dass sie, die ich so eifrig bekämpfe, der Schlüssel zum Guten sind. Ach, zu dieser Welt nichts mehr einfach und klar. Wie dein? Wir schon seit Wochen mit Graschufer rumschlagen. Gut denn, sagen Sie dem Scheich, ich stelle meinen Rachenfeldzug ein, wenn es nur vorzuhalten verspricht. Du wirst tatsächlich als tapferes Helfer erweisen, lass ihn ungeschoren. Verdammt! Muss erstmal Luft holen. Schwer, nicht? Ach, gib mir doch Ruhe! Ich kann auch da hinten hinlaufen. Sehen Sie es gerade nach, wenn er vielleicht einen Weg zu Rom in den Beduinen gesprungen ist. Er hasst nicht nur wegen ihrer Übeltat im Allgemeinen, sondern auch wegen der Schurkerei, die sie ihm einst was angetan haben. Na ja, klar, schon eine Weile her, da zogen Karl und ich durch diese Lande. Mit einmal wurden wir von einer ungeheuren Schar blutrünstiger Räuber bedrängt. Ich weiß nicht, welche Felsspalte sie ausgespielt hatte. Doch mit einmal waren sie umzingelt. Karl gab seinen vorigen Boss die Sporen und sprengte bitten durch die Angreifer. Ich hasse so viel Text. Text ist böse, Mann! Hauptsache mal grafische Animationen, die gut aussehen. Lücke war wuchtig genug gehauen, dass sie auch noch mit meinem Esel durchwetzen konnte, bevor sie wieder schloss. Wir hackten einen Hang hinauf, um uns eine der Höhlen zu verschanzen. Es klang Welle um Welle der Angreifer, schmetterten wir mit gezielten Schüssen ab, aber dann, ach. Bienen griff ihre Wut zu Sprengstoff, um vom Berg selbst begraben zu lassen. Mit einem gewaltigen Krachen löste sich Decke und begrub mich durch meine Esel, sondern auch den Ausgang und der harten Fels. Wir waren eingeschlossen, verloren, dem Hungertod ausgeliefert, bevor er noch käme. Und dann sind sie gestorben. Wie ich sehe, sind sie gekommen. Aber bei welchem Preis? Karl und ich und sein geliebtes Pferd saßen also mit knurrenden Mägen in der Finsternis. Der Krieger, benennt sie, war also gezwungen, sein Reich zu verspeisen. Aber nein, Karl hätte noch nie einen guten Rieh essen können. Natürlich habe ich mich mit meinem Freund angeboten. Und so verschlangen wir meine Arme. Oh weh, zwar als Kara mit gesegnetem Appetit, doch Rie war mein andermal leider unbekömmlich. Der Hengst erstickte und wir verschied. Kara diesen Verlust nie verwunden.
da ich mich irgendwie mitverantwortlich fühle, leiste ich seiner Rache jede Hilfe, die ich kann. Ich hab wohl eine Monotone! Gefällt! Verstehen Sie jetzt meinen Freund etwas besser? Ich gehe. Es tut einfach noch weh. Springteufel, Knallfrosch. Schöne Geschichte, hätte ich genauso gemacht. Kiste schon fachmännisch leer geworden. Da ist nichts drin. Liege was! Auf Ex! Hast du doch noch Schnaps gefunden? Du musst es suchen, ne? Oh, da ist noch mehr drin. Erstaunlicherweise. Die schönsten Wildheiten Kurdistans. Wenn man im Euphrat badet, so liegt man. Vom Unterschied zwischen einer Wüste und anderen betrichtenswerten Dingen. Wir haben die Kochecke gefunden. Ein Riechwasser. Einst, so wird erzählt, lag in diesem Krug ein wohlgestaltetes Fläschchen Riechwasser. Dann kannst du. Sitze, da will ich lieber mal Granate. Das überhaupt keinen Schaden macht. Ich werde nicht im Überfluss, was ich schon immer aufs Heftigste bewegte. Pferdebilder und Kriegsszenen. Fertig! Früher war ich Kavallist gewesen! Kavallist? Oh nein, ich war Hausmeister in der Gemäldegalerie. Galerie! Vor allem die Werke meines Mannes habe ich geprägt. Thomas Jones Barker. Diese Herrlichkeiten des Mutes gesehen hatte, stelle ich mein Leben ganz unter dieses Gesetz. Also regelrechte Lex Bark. Sie sagen es! Oh Gott, ich gehe lieber. Ich kann keine Anspielung auf nichts entdecken. Gehen wir. Weg. Einfach nur weg. Das Böse, wir müssen weg. Das Böse! Schön. Habt ihr unseren furchtbaren Feind besiegt? Aber kommt noch offen, dass er ihn und seine kleinen Köpfe verschwunden wird! Abkommen! Er hat aber was anderes abgemacht, Fremder! Aber einfach, dass sie von dem Feind befreien, Herr Scheich. Eben das ist uns geglückt. Ah, was für ein zorniges Funkel in deinen Augen umschmeichelt. Fünf Kamele, mein allerletztes Wort. Hört sie Leute mit ihren entsetzlichen Kamelstachern auf. Sechs Kamele, hört ihr? Sechs! Ich will sechs, wieso nicht? Nein, schön! Auf den Sefüll! Magst du jetzt mal nur auf den Schoss des Sturm? Aber ja, meine neue Residenz wartet darauf, mir in den Schoß zu fallen. Ich werde alle meine Krieger zusammenrufen, Zeit auf die Wüste durchstreifen. Wir sind her, jage ich auf Backfisch zu. Jetzt werde ich da alles verschlingende Sandsturm selbst. Dann bin ich der König Hussein. König Hussein. Yeah. Ja, Sam sind Männer. Inzwischen werden wir Captain Bull unterrichten, dass wohl alles der Stimmung bereitsteht. Wenn es keine neuerlichen Bedenken gibt. Brrr, das würde Menschen nicht wagen. Wird dieser Menschen nicht wagen. Sagen die was Neues? Nein. Gehen wir heim. Hier stinkt's. Mira stinkt's hier. Oh, der teuflische Junge. Schnell, lauf! Ich hasse es, wenn man kleine Kinder nicht erschießen kann. Was ist das für ein schlechtes Spiel? Eierli! Infanterie! Infanterie? Eier, warum? Verstummt! Für Backfisch aufgetrieben! Natürlich, Leutnant! Wie ist denn das nur gelungen? Von einem kompletten Beduinenstamm für unsere Sache verpflichten! Beduinen? Ich dachte, sie schicken mir wohl ausgebildete Männer, keine Plündertrupps. Sie wählten keine Taugen nur für Raubzüge in fremden Taschen, aber doch kaum für einen Sturmangriff. Nein, das ist genug. Ich habe schon so manche Zielsetzung erlebt. Also, mir für einen stetig wachsenden Bedenkenberg auftürmen, steckt alles. Alles! Ich stehe nicht in der Theorieschule, sondern der Praxis, Hauptmann. Du musst mit dem arbeiten, was man hat. Denken Sie? In der Tat! Bei einem Frontalangriff auf einen überlegenen Feind ist das einzige zu bedenken. Ist einiges drin. Ja, gewiss. Also, ich beispiele, schau mal, die Kleinigkeit des feindlichen Gegenschlags sagt. Gegenschlag! Nun ne! Für jeden Tag, wer uns für den Gefallen tun, Däumchen drehen zu wahren, weil wir ihre Herrschaftskrone den Vogel in Backzacken ausgeschlagen haben. Nun, ich habe mich darum gesorgt. Was auch immer sie von meinen Methoden halten mögen, das sind Resultate. Das ist gewagt, geh von den Feindeskräften auf, die in der großen Flussbrücke stationiert sind. Steht eine ungetüme Kriegsmaschine. Ist richtig, Madame. Das ist voll an der Brocken, gegen den kein Kraut zu wachsen scheint. Ja, das heißt denn, jeder Angriff sei von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nicht, wir haben plant, weg und überlegt, Sir! Und genau das habe ich getan! Hören Sie! Schluss auf Sieg ist die Überraschung! Was es klingt, den Feind zu berumpeln, können wir seine unbestimmte Überlegenheit kompensieren! Haben Sie Präsident auch gesagt? Kluger Mann, stumm auf Backfisch und einen Sabotageakt, um die Kriegsmaschine auszuschalten! Wenn Sie gleichzeitig erfolgen! Welche Maschine können wir in der Ober des Backfisch schalten! Schwarm von einem Sabotage ab, Herr Hauptmann. Ich habe nicht geplant, Sir, sondern bereits gehandelt! Soldat! Yes, Sir! Die Mine! Wow.
Terroristen sind wir mit dem Arm von Sprengstangen vertraut. Jenes da ist zerstörerisch genug konzipiert, um selbst all diese Kriegsmaschinen zu zerreißen. Zumindest der gute Hopkins diese Ansicht. Also muss ich unbemerkt an die Brücke schleichen und die Mine dort verschachern. Verkaufen sie an die Außerirdischen. Hier. Ja, Trupp, aber natürlich der Vorteil, Glücksbürger haben mich aus seiner Seite. Bin ich fröhlich. Ich dachte mir bereits, halt gar nicht. Und dann, nehmen sie Mine und gehen sie ans Werk. Zwischen werde ich sehen, was diese Beduinen braucht beim Material verborgen ist. Mein Ernst zu dem Angriffsmacht zu schmieden. Wir werden uns hier bereithalten. Mit Explosion der gewaltigen Kriegsmaschine. Und es soll als Zeichen zum Losschlagen dienen. Verzüglich abgewogener Plan, wenn sie mir die Bewerbung stacken. Wissen Sie meine heftige Worte nach. Ich hatte einfach kein Auge für die Qualitäten. Hoffen wir, dass sie als solche entpuppen. Gott mit uns, Sir. Nimmst die gewaltige Mine an dich. Ja, bloß Feuerlotten, das Ding sieht gemeingefährlich aus. Das ist sie auch. Wir tun gerne einen Blick ins Innere werfen. Komm, Wesen, ist besser, wie die Trickbombe tragen. Warum denn? Die will nur spielen. Sie möchte in den Arm genommen und gekuschelt werden. Sie will nur, dass sie jemand liebt. Ja. Liefern wir die Bombe mal ab. Deckung! Seht nur. Steiger! Sie Verräter, wie kann ein Mensch so tief sinken? Ein Mensch, sie sehen genau an, liebe Freunde, was ihn getrieben hat, sich mit den Tentakel einzulassen. Seine Menschlichkeit blieb dabei auf der Strecke. Sehr ein neuer Schleicher, ein Robbo-Schleicher. Hallo, Mann, Soldat! Das sagt sie einfach, wenn man nicht von Weichtieren abstammt. Sie hat nicht diskutiert! Hallo, um Wachsamkeit! Scheint so den Leuten gegenüber gerne den Herrn zu fühlen. Solltest du übermütig werden? Ich nie, was du warst, bevor ich unsere Eingriffe zu dem gemacht habe, was du nur sein darfst. Ich weiß, aus welcher Pfuhl der Schwäche ihr mich ans Licht gezogen habt. Danke für die Erinnerung. Keine Ursache. Darf ich dich auch daran erinnern, worüber ihr das tatet? Ich kenne die, deren Teil ich eins war. Nützt mich und andere, um den Feind vorauszudenken. Ich weiß, was Menschen antreibt und bewegt. Das ist nicht unsere Techniken, die kenne ich zu Genüge. Worauf willst du hinaus? Ist ruhig, zu ruhig. Menschen mögen einen Schlag erlitten haben, der Niederlage gleichkommt. Glaubt mir, ich kenne ein paar Exponate, denen immer noch eine Verzweiflungstat zu trauen ist. Auf deinen Rat hin schon die Wachen verstärkt und stehen uns in Hetze und Langeweile den Tagen in den Bauch. Bei der ewigen Warnung ergänzt nun bald ein Paranoia. Ich sage dir! Schweig, wir haben dich neu erschaffen, also erweise deinen Dank. Nun geh an deinen Platz, Werkzeug. Dein Schraubarm. Ist zu ruhig, viel zu ruhig. Wie überraschend, es ist ruhig an einem ruhigen Tag. Hat jemand verstanden, was operiert wurde? Allei, wenn die ganze Bagage in die Luft jagen! Psst, aber leise, leise, lieber Leutnant. Laut oder leise Sprengung! Habt ihr alles sonst im Karton? Lass anfangen, platzieren wir heimlich unsere Mine. Richtig, und dann locken wir die Kriegsmaschinen auf den Sprengsatz. Also sollten wir die Mine an einer geeigneten Stelle deponieren. Und vor allem schnell genug, damit man sie nicht entdeckt. Wer von uns kann diese schwere Mine schnell genug bewegen? Was er da überhaupt noch fragt. Verstehe. Gut mitgedacht, mein Liebster. So eine geeignete Stelle und rammt dort die Mine so tief in den Boden, dass auch die Zündköpfe herausragen können. Achte bloß drauf, dass man dich nicht sieht, liebes Wesen. Dann, hopp, hopp! Was passiert, wenn man die Mine sieht? Gar nichts, toll. Ist auch logisch, ne? Fällt überhaupt nicht auf, so eine Mine, ne? Alle Wetter, das ist ein Fahrablauf gemacht. Mit 100 erfassen. Bleibt die Freiheit zu klären, wie wir die Maschine auf die Mine locken. Alles ist alle weg! Werden alle Kavallerietaktik anwenden! Oder du bloß nicht schon wieder mitten auf den Feind stürzen. Schlüssel! Werden wir ein Schwadron sagen, operieren! Mal reizen, Rückzug vortäuschen und nachlocken! Liebste, ich stolz auf dich. Wie bin ich stolz auf dich? Du kannst ja doch taktieren. Natürlich! Notfälle vorbehalten! Machen wir es so. Auf, Freunde. Locken wir die Kriegsmaschine auf dünnes Eis. Hey, Scharfschützen! Pass auf, wir machen Reflex auf! Einringende Alarm, Alarm! Ich wusste es! Sie sind es! Gebt den anderen drauf, was ihr habt! Übertreibe nicht, es sind nur vier schwächigen Erdlinge! Mit allem! Die Kriegsmaschine voll weg! Mach mir einfach, was ich sag! Das allen Rohren zu Feuer des Wegs eine hübsche Abwechslung! Also gut, alles vorrücken, Kriegsmaschine heran!
Ach ja, ich glaube, ich muss gleich den anderen besiegen. Den Schleicher, glaube ich, möglicherweise. Nur schnell zu Teil 2 des Plans, Herr Leutnant. Weg, weg! Weg! Hey, reingefallen! Ja. Was für ein Rums? Nein, das war ein Rums. Hurra, der Schlag hat gesessen. Es war eine Bombe und kein Schlag. Gegner düngte sich sehr stark, nun liegt er aufgebracht im Saal. Ja, da ist denn! Vielleicht findet ihr noch etwas für die Trophäenwand! Wie die Wände, die Wolken unterwegs angehalten haben, habt ihr es gesehen? Ja, ja, viel Problem! Ist nicht gerade! Zu ärgerlich, hatte gehofft, wegen eines der Bestandteile studieren zu können. Hat dich von den Maschinenerzeuger gerissen? Richtig! Soll auch keiner die Tage mit geliehen zu sein! Wir finden! Gasklarer Sieg, mhm. Seht, da wächst jetzt was unter dem Sand. Geh mal einfach mal hin. Was soll das sein? Los, komm! Hier im Aufzug fährt er nach oben. Steiger! Sie haben uns überrascht. Das muss ich Ihnen zugestehen. Ausgerechnet Ihnen, Magwitz. Ha! Das sehen Sie nur. Auch hier haben wir ein paar Überraschungen parat. Er hat eine Kettensäge und einen Staubsauger. Ich bin nicht beeindruckt. Nicht mal stampfen. Das ist immer gut. Und warum blinkt gerade mein Bildschirm? Und versuch's mal mit Konfusion. Jetzt mit Kreissäge. Ah ja. Kein Problem. Wir sind vorbereitet. Nicht betroffen. Okay. Überraschung. Der versorgt es selbst. Belächelt Dritte und K.O. Wasser und Luft, Sprung und Ram-Attacken. Wasser und Luft, Sprung und Ram-Attacken. Wasser, Wasser. Haben wir hier Wasser? Ne, wir haben nur Frost. Konfusionsblitz ein. Das klingt böse. Das klingt so nach, du bist gleich verwirrt, Arschloch. Ist geschockt. Okay. Ach, machen wir's. Heil mir lieber voll gleich so, ne? Wer jetzt? Okay, ich darf ablassen! Verräter! Wie ich meinen Husten über Monate hinweg verhalten kann. Mach ich extra, nur um im Let's Play husten zu können. Das wird Kreissäge. Sägt oder nicht und schlitzt nicht? Egal. Details! Oh, er ist geschockt. Meine Vorgehensweise ist mal wieder schockiert. Ich habe einen Granatwerfer, der keinerlei Schaden macht. Ja, das kennt man ja, ne? Ich meine, wen juckt schon, wenn jemand mit dem Granatwerfer ins Gesicht? Hast du mir etwas schon vom Gegner übrig, liebe Freunde? Ich muss das unbedingt untersuchen. Hey, Ursprünglichkeiten! Pflege mir meine Säge zurecht zu stutzen! Das will er dann auch zurecht zu stutzen. Der Professor ist auch so klein genug. Langsam beginnen Sie mich, ganz entschieden zu nerven! Oh, es tut mir jetzt aber leid. Naja. Naja. Nein! Ich habe einen Preis für Macht und Stärke entrichtet! Ich habe ein Recht auf den Sieg! Nein, hast du nicht. Der Kampf war so schwer. Birne erhalten. Sie glauben, mich geschlagen zu haben! Das Letzte, das ich auf dieser Welt sehe, also die Sie sein müssen! Aber das soll ich wissen! Herr dieser Provinz, sich nicht davon kommen lassen! Er kennt ihr das Gleichen! Zu gut, als dass er sie unterschätzte! Problem, zieh der Mann! Eine Festung! So unannehmbar! Mögen sie, auch vorerst seine Streitmacht geschwächt haben! Für er sich, das schon bald erholt haben und sie! Die Aggregate! Es war zu viel! Leia! Ich denke gültig! Leia ist tot! Es ist vorbei, Schatz! Hoi, Knechte! Nein, was ihr Schleier zum Schluss erzählte, klang äußerst beunruhigend. Wir auch nach dem Fest in dieser Provinz einem Alleingang stürmen. Nicht im Alleingang, Teuerste. Fügen mittlerweile über starke Verbündete. Und nach denen sollten wir nun schauen. Auf nach Backfisch. Halt nicht viel! Von seinen Methoden gehalten! Ist erstaunlich, ganz erstaunlich. Schleiche Implantate konnten selbst die Gewalt der Mine widerstehen. Das Wissen und die Fertigkeiten der Maßnahmen sind ungeheuer.
nur der Preis nicht hoch wäre, dafür zu entrichten ist. Kann ich da noch was mitnehmen? Kann ich da irgendwie rumlaufen? Was war ich das Zahnrad? Sag das weg! Hat die viele mitgelassen? Nein, ich kann nichts mitnehmen. Vielleicht ein neues Ofenrohr. Hm? Ein Schild? Das ist ein Schild, deutlich. Ich kann hier scheinbar nichts mitnehmen. Nein. Geh weiter. Weiter gehen, hier gibt's nichts zu sehen. Da oben Truppe. Ich geh mir erstmal heilen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich leg mir erstmal hier und schlaf ein paar Stunden. Kaum hat man sich ins Bett gelegt, ist man auch schon wieder wach. Also ich habe mir nur ein Feuerwerk, wo die veranstalten, wegen mir vorgestellt, ne? Also. Jetzt Salut! Angeber. Hurra, hurra, hurra! Wir sind endlich da! Da. Ach, was für ein schönes Feuerwerk! Alles ein Weg anders kommen, was der Scheich versprochen hat. Ziegefeier wird jemand einen gehörigen Kader haben. Genius sind verjagt. Hurra. Hurra, hurra. Nein, verpiss dich. Wir haben uns wieder so ohne Angst auf die Straßen wagen. Was für ein Freudentag. Palast soll es hoch hergehen. Die meisten Schienen konnten zwar überrumpelt werden, aber ein paar konnten einen Kampf. Doch nur einen Kampf geliefert. Machen wir wieder Achtung. Ein bisschen Ordnung hier, ja? Hey, wo ist das Wasser hin? Oh, Blitz! Feuerwehr im Bassin! Wo ist jetzt das Wasser hin? Das Mauswerk haben sich offensichtlich nicht als beschussfest erwiesen. Billige Mauern. Nächstes Mal lassen wir für den Deutschen. Mal für Sheffield. Nö, tschüss. Hey, da sind noch mehr kleine Kinder. Wollen die auch Geld? Nein. Hey, die will draußen spielen. Ui, Penkrach, bumm. Didi, dumm, 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 dumm. Die ist schon ganz schwindelig. Warum rennen die immer noch hin da drin rum? Keine Ahnung. Gibt es noch Helden auf der Welt? Der Sturm für Palast ist wirklich ein Schauspiel. Vielleicht fängt es doch noch alles zum Guten. Weil die Kinder können wieder einmal nach draußen zum Spielen. Ja, ich würde meine Kinder auch gleich da rausschicken nach dem Bombenangriff. Nein! Komm, komm, Freunde. Ach was, eine Freude. Ich weiß, welchen Anteil sie an Backfischbefreiung haben. Welche Helden ihre Schlage ist, ist die Übernachtung selbstverständlich kostenlos. Danke, danke. Verdankt! Ist da noch einer? Ach nein, Achtung. Die lasse ich da jetzt halt. Moment, die Karte? Habe ich die schon angeschaut? Karte und Backfisch stand angrenzende Areale. Scheinbar ja. Hey, Moment. Hab ich denn gesagt, ich soll Achtung machen? Merkwürdig. Sind hier schon wieder kaputt? Kackspiel, ey. Total verpackt! Dampf aus seinem Hut. Kampf war viel zu einfach. Diese Krummsäler taugen einfach nichts. Fährt ihn auf die Plünderung. Streichle sollte endlich einmal sagen, wann wir nur sind. Wie geht's heiß her? Ich war doch nie in der großen Stadt. Verschiedene Farben, all die Leute, Hilfe! Ich war nicht hier, das ist Schlange. Bla 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 bla. Das Feuerwerk gesehen, Effendi. Was für ein Tag, was für ein Tag. Es ist Dienstag, Mensch. Fliegt ja. Uiuiui, ich fürchte, kurze nächste Zeit werden ich ein paar Besuche ehemaliger Konkurrenten bekommen. Aber vielleicht vergisst man ja einfach, Kacke-Türen zu öffnen. Wenigstens eine Weile. Wieso rum? Schlechtes Gewissen, stell sie etwas fern ein! Warum denn? Ach, wenn man genug Geld verdient hat, kann man doch einfach fortfliegen. Jetzt vor der Tür, wenn ich wirklich sicher bin, dass die Kämpfe abgeflaut sind. Das Geknaller einfach furchterregend. Ach, erzähl mir doch nichts. Das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Verdammt, das Mistvieh verarscht mich doch so hier. Ist hier drin noch irgendwas? Nein. Ja. Okay, und weiter geht's. Ach, echt?
Halte ich für ein Gerücht. Achso, ja, den hatten wir schon. Komm im Palast des Gouverneurs. Bitte sehen Sie mir die Unordnung nach. Sein Beschuss ist in der Lage, das Haus ein wenig zu beeinträchtigen. Echt? Wo denn? Ach. Oh, geht's, ach, hier geht's in den Kerker. Ach ja, können wir nur Achtung sagen? Hey, jetzt können wir auch endlich da runter. Hurray! Wir schaffen! Sind aus Betrieb! Schade. Hallo, wieder schau ich keinen Lied vorgeschoben. Kann man nicht wegen Tauchen gehen oder so? Wassereimer, ja. Alles aus dem Betrieb. Toll. Was ist da hinten noch so? Noch mehr Wachen? Ja, Schatz.